Wir kommen damit zur zweiten Aktuellen Stunde, Tagesordnungspunkt 5, zum Thema TSMC-Ansiedlung bereits jetzt zum Erfolg machen, kurz-, mittellangfristige Chancen und Herausforderungen anpacken. Einreicher ist die SPD-Fraktion. Frau Sturm, bitte. Und danach starten wir in der Fraktionsrunde. CDU-Fraktion beginnt. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Gäste im Livestream. Die Freude und Überraschung im letzten August war groß. TSMC baut ein Werk in Dresden und schafft 3000 neue Arbeitsplätze. Diese Nachricht hat einmal mehr gezeigt, dass Ostdeutschland ein etablierter und attraktiver Standort ist und sich vor allem im internationalen Wettbewerb behaupten kann. Mit Infineon, Global Foundries, Bosch und TSMC, Intel in Magdeburg und Tesla in Brandenburg hat sich die industriepolitische Landschaft im Osten von Deutschland vom Mauerblümchen zum blühenden Garten gewandelt und das trotz teilweise schwieriger Standortfaktoren. Die Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden bietet unerwartete Chancen für die Stadtentwicklung. Dresden entwickelt sich mit dieser Ansiedlung vom König zum unangefochtenen Kaiser der Chipherstellung in Europa und kann damit eine völlig neue Entwicklung nehmen. In Dresden wird mit dem Joint Venture aus Bosch, Infineon und TSMC zukünftig solide, ressourcenschonende und energiesparende Halbleiter für die Industrietechnik gebaut, die die Absicherung Europas in der Elektromobilität verspricht und intelligente Industriemaschinen ausstatten wird. Sachsen wird sich in Europa als Industrie-, Wissenschafts- und wirtschaftspolitischer Standort neu einordnen und eine Profilierung seinesgleichen suchen. Kurzfristig werden viele Unternehmen vom Bau der Fabrik profitieren. Baumaschinenhersteller, Straßen- und Tiefbauer, Handwerker jedweder Art. Auf die Sachsen-Energie schaute erst das Handelsblatt mit der Überschrift, warum Sachsen Chipfabriken schneller baut als Arizona, und lobte die unkomplizierte und schnelle Umsetzung beim Bau des Flusserwasserwerkes, das täglich 60.000 Kubikmeter Wasser über 9 Kilometer zum Werk leiten wird. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was unsere Sachsen-Energie in kürzester Zeit und mit höchster Kompetenz realisiert und somit für Zuspruch und Respekt im internationalen Vergleich mit Arizona, wo TSMC ebenfalls baut, sorgt. Auch die TU Dresden ist bereits aktiv und schafft ein neues Ausbildungszentrum für Halbleiteringenieure, was wiederum zu einem Hype-Standort Dresden für Studenten in Europa führen wird. Bereits jetzt gibt es auf studentischer Ebene einen Ausbildungsaustausch zwischen Dresdner und taiwanesischen Studenten. Die Einschreibungen an der TU steigen bereits jetzt. Mittelfristig wird der Wohnungsbau florieren, der gesamte Arbeitsmarkt in Dresden in jedweder Branche wird größer und wir werden mit weiteren Ansiedlungen rechnen. Langfristig wird sich Sachsen und Dresden damit international profilieren. Wir werden mehr Steuereinnahmen realisieren. Der Wissenschaftsstandort wird international an Bedeutung gewinnen und der Zuwachs an Arbeitsplätzen wird größer, insbesondere der kritischen Masse der Ingenieure. Die Glanzseite der beschriebenen Medaille hat aber auch eine Kehrseite, die zur Wahrheit dazugehört. Wir erwarten 3000 neue Arbeitsplätze durch das Werk von TSMC. Laut des Branchenverbandes Silicon Saxony ist mit ca. weiteren 6000 Arbeitsplätzen durch Zulieferer zu rechnen. Diese Arbeitsplätze entstehen alle neu. Das Bevölkerungswachstum ist somit auf 15.000 bis 20.000 Menschen zu beziffern. Und wir Stadträte fragen uns alle in den Ausschüssen seit geraumer Zeit, wo sollen diese Menschen wohnen? In welche Kita oder Schulen gehen die Kinder? Wer versorgt diese gesundheitlich? Wie kommen diese Mitarbeiter zu den Werken? Welche Baumaßnahmen rund um Klotsche müssen unter Umständen vorgezogen werden? Welche Fortschritte gibt es vor diesem Hintergrund in der interkommunalen Zusammenarbeit, gerade mit Meißen, Coswig und Radebeul? Wie stellt die Verwaltung sicher, dass wir das nötige Geld für die Investitionen in die Infrastruktur haben? Inwieweit werden Bürgerinnen und Bürger sowie Bestandsunternehmen in den Prozess einbezogen? Wir möchten mit dieser Aktuellen Stunde vermeiden, dass einerseits Schlagzeilen wie aus Japan kursieren, in denen von einem TSMC-Schock die Rede ist, und andererseits die Stadtgesellschaft vor den Folgen eines schnellen und unkoordinierten Wachstums bewahren. Denn was könnten mittelfristige negative Folgen sein?
Ein weiterer Anstieg der Mietpreise durch Wohnraumknappheit und den Zuzug von Gutverdienern. Fachkräftemangel von Bestandsbewerbern, da TSMC unter Umständen das Lohnniveau hebt und hier bereits ansässige Fachkräfte abwirbt. Gesperrte und volle Straßen durch zunehmenden Verkehr oder lange Wartezeiten in der gesundheitlichen Infrastruktur. Aus vorangegangenen Großansiedlungen wie Tesla in Grünheide müssen wir lernen, dass der heute angemeldete Wasserverbrauch auch abweichen kann und damit einhergehende Grundwasser- und Abwasserprobleme auftreten können. Dass der Wohnraum für Mitarbeiter aus Mangel an Baufeldern nicht da ist, eine hohe Schadstoffemission auftritt und dass schlichtweg Bürgerproteste aufgrund mangelnder Informationen sich formieren. In Arizona musste der Produktionsstart um ein Jahr verschoben werden, weil Genehmigungen fehlten sowie Fachkräfte. Unsere Sorge bezieht sich auf die Kernaufgaben der Kommunalverwaltung, die damit in Verbindung stehen. Um diese Ansiedlung zu einem Erfolg zu machen und ökonomisch schwächere Menschen zu schützen, fordern wir, den Wohnungsbau fokussierter anzupassen, den ÖPNV im Dresdner Norden und die dafür nötigen Straßensanierungen sich noch mal genau anzugucken und zu überlegen, was vorgezogen werden könnte, Kita und Schulen auf den Prüfstand zu stellen, eine Straffung der vorhandenen Kapazitäten und deren Ausbau in der Verwaltung, um die vorgelegte Deutschlandgeschwindigkeit der Sachsenenergie mithalten zu können und nicht zuletzt die Vorfinanzierung der genannten Aufgaben zu diskutieren. Herzlichen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. CDU-Fraktion beginnt. Herr Karten, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ansiedlung von TSMC im Dresdner Norden ist ein Meilenstein in der deutschen und auch in der europäischen Chipindustrie. Man muss sich das vorstellen, TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger, der insbesondere in den Bereichen Verkehr, Automobil, Kommunikation, Medizin, Energie, Chips weltweit liefert. Und es ist angekündigt, hier 10 Milliarden Euro zu investieren. Es wird eine hochmoderne Fabrik gebaut, die ab 2027 Chips in die ganze Welt liefern soll. Dieses Ansiedlungsvorhaben ist nicht nur von nationaler Bedeutung, auch nicht nur von europäischer Bedeutung, sondern sie ist für uns von geostrategischer Bedeutung, weil sie eine Antwort darauf gibt, wie wir in Zukunft Halbleiterchips für unsere Industrie bekommen können, indem wir uns unabhängiger machen von US-amerikanischen Fabriken und asiatischen Produktionsstandorten. Dafür gibt es eine Reaktion der Europäischen Union mit dem European Chips Act, der 2023 beschlossen wurde. Wir werden damit in ganz Europa die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Widerstandsfähigkeit der Halbleiterindustrie stärken. Dass gerade die Standortwahl auf Dresden fällt, ist aus meiner Sicht ein Vertrauensbeweis, den wir uns alle noch mal durch den Kopf gehen sollten, denn damit wird klar, dass Dresden ein attraktiver Standort ist zum Investieren und die Basis dafür wurde in der Chipindustrie in der DDR gelegt und mit den Ansiedlungsvorhaben Anfang der 1990er Jahre wurde diese Erfolgsgeschichte begonnen und da kann man, denke ich, zu Recht sagen, hat Altoberbürgermeister Herbert Wagner und der damalige Stadtrat die richtigen Entscheidungen durchaus gegen eine Reihe von Widerständen getroffen. Und ich empfehle uns allen, diese Investition im Dresdner Norden nicht klein zu denken. Was meine ich damit? Wir müssen uns klar sein, dass TSMC nicht nur den Platz für eine Fabrik hat, sondern bereits das Grundstück daneben gesichert ist. Wir sehen Investitionen aktuell bei Infineon. Dort sprechen wir von 5 Milliarden Euro Investitionssumme, 1000 neuen Jobs und auch bei Global Foundries stehen Investitionen in Höhe von 8 Milliarden Euro an. Und wenn wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen von Silicon Saxony unterhalten, dann sprechen die von Investitionen für bis zu 25 Milliarden Euro, die im Dresdner Norden investiert werden sollen. Und deshalb sage ich, dürfen wir das Thema nicht klein denken und wir müssen massiv in die Themen Verkehr, Wohnen und Arbeitskräfte investieren. Das geht nur gemeinsam mit dem Freistaat,
Das geht nur mit den Umlandgemeinden. Das geht nur mit agilem Projektmanagement, schnellen Genehmigungen und einem Zusammenwirken aller Akteure. Und gleichzeitig, und das ist meine Forderung, die ich hier auch noch mal ganz klar sagen möchte, dürfen wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die hier ortsansässig sind, nicht vergessen. Die haben die gleiche Behandlung verdient, wie wir sie jetzt den Investoren im Dresdner Norden zuteilwerden lassen. Und sie brauchen insbesondere Gewerbeflächen, sie brauchen Zugriff auf Fachkräfte und das wird nur gemeinsam mit einer entsprechenden Anstrengung gehen. Und wir haben das bereits, Sie werden sich erinnern, 2021 als CDU thematisiert. Wir haben hier gemeinsam auf den Antrag von uns hin, den Antrag starke Region im Herzen Europas, interkommunale Zusammenarbeit der Landeshauptstadt Dresden mit dem Umland voranbringen, beschlossen. Und wir werden dann auch in unserem Antrag, den wir später noch diskutieren, darauf nochmal eingehen. Und meine Damen und Herren, die Nagelprobe all dieser Reden, die wir heute hören, die werden beim nächsten Haushalt vor uns liegen. Und da werden wir die Antwort darauf geben, ob wir in den nächsten Haushalt, zumindest diejenigen von uns, die wiedergewählt werden und die neu hinzukommenden, beantworten müssen, werden wir entsprechende Budgets für Gewerbeflächenankauf in den Haushalt reinschreiben. Ich empfehle beispielsweise den Zukauf sämtlicher gewerblich nutzbarer Flächen rund um den Flughafen. Geld für die Entwicklung interkommunaler Gewerbeflächen, Intensivierung der Fachkräfte, Sicherung und Anwerbung. Auch der Zuschuss für die DMG muss erhöht werden für eine Fachkräftekampagne für das Standortmarketing und die Investitionen. Verkehrsinfrastruktur. Letzter Gedanke, meine Damen und Herren. Uns sollte allen klar sein, dass die Grundlage unseres Wohlstandes nicht das Ausreichen von Sozialleistungen des Staates an die Bürger ist, sondern die Grundlage unseres Wohlstandes sind Investitionen in die Wirtschaft und in die Wissenschaft. Und ich fordere uns alle gemeinsam auf, diese Richtschnur für unser Handeln als Grundlage zu nehmen. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Frau Abel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen. Welche Handlungsstrategien, konkrete Maßnahmen sind notwendig, damit die Großansiedlung der Mikroelektronikindustrie für die Dresdner Bevölkerung, darunter auch die kleineren Unternehmen in Dresden, zu einer Chance, zu einer positiven Entwicklung wird? Ich finde die positive Formulierung für die Aktuelle Stunde gut, aber es ist von enormer Bedeutung, dass die Dresdnerinnen einbezogen werden in diese Entwicklung und wissen, wie wird dieser Aufwuchs an Industrie durch die verschiedensten Maßnahmen begleitet. Welche Erfahrungen machten die Menschen im Dresdner Norden, Klotzsche und den angrenzenden Ortschaften in der Vergangenheit? Es erfolgte unter anderem die Ansiedlung von GlobalFoundries, Infineon, Bosch. Große Baustellen und viele Menschen, welche dort arbeiten. Dies erfolgte in einem enormen Tempo. Des Weiteren wurde ein kleineres Wohngebiet entwickelt, einige Einfamilienhäuser, ein Einkaufscenter und ein Baumarkt in Klotzsche gebaut, sowie zwei Pflegeeinrichtungen und nach langem Bemühen der Jugendlichen eine Skateranlage. Die Schulen wurden saniert. Die letzte Schule, die Grundschule in Renitz, ist fast fertig oder sie wurden neu gebaut wie das Gymnasium Klotzsche. Gerade wird an der Erweiterung von Infineon gebaut. Tag und Nacht bewegen sich die Kräne, fahren die Laster und der Bau schreitet rasant voran. Der eingesetzte Bus für den Werksverkehr versucht immer irgendwo in Klotzsche einen Parkplatz zu finden und hinterlässt tiefe Spuren im Gras. Bis zu 540 Laster fahren täglich mit Erde und Sand beladen die Karl-Marx-Straße hinauf und leer wieder herunter. Daneben auf dem aufgezeichneten Fahrradweg, um den wir hier lange im Stadtrat diskutiert haben, zu fahren, ließ kein sicheres Gefühl aufkommen, von der Feinstaubbelastung gar nicht zu reden. Das alles wird und wurde von der Bevölkerung mitgetragen. Und man nutzte die Aktion, heute könnt ihr euer Auto umsonst in der Waschanlage reinigen lassen. Ein Dankeschön von Infineon.
Gerade am Schulbau und der Sanierung von Schulen machte man die Erfahrung, das sind sehr lange Prozesse bis zum Abschluss. Da können leicht 10 Jahre vergehen oder mehr, bevor die Maßnahme umgesetzt wird. Für einen Zebrastreifen auf einem Schulweg brauchten wir, Ulrike Kaspar und ich, ungefähr 5 Jahre. Für eine 25 Meter Verlängerung eines unsicheren Fahrradweges 10 Jahre. Wenn die Zeitfenster so sind, dann haben die Leute Befürchtungen, wie das für sie ausgehen wird mit der Entwicklung im Dresdner Norden. Das Geld für eine Schwimmhalle reichte erstmal nicht. Es gibt kein Bürgerhaus, kein Ortszentrum, keine kulturelle Einrichtung in Klotzsche. Es macht sich durchaus Sorge breit über die Auswirkungen der weiteren Ansiedlung eines solchen Riesens. Auf Basisversammlungen, Bürgersprechstunden und politischen Stammtischen vom Netzwerk Nord werde diese Sorge an uns herangetragen und wir wissen keine Antworten. Eine der größten Ängste bezieht sich auf das Wohnen. Zu bebauende Flächen sind kaum noch vorhanden und man befürchtet, aus den Wohnungen vertrieben zu werden, weil Fachkräfte kommen, die eine höhere Miete bezahlen können. Dem kann man nur begegnen, indem man klar sagt, wo werden Wohnflächen für den Zuzug von über 10.000 Menschen am Ende in Summe geschaffen, und zwar in den nächsten Jahren und nicht erst Jahrzehnten. Klotzsche hat im Dresdner Maßstab einen sehr hohen Anteil an älteren Menschen. Für einen Teil reicht die Rente nicht mehr für die jetzigen Wohnungsmieten. Wann wird der geplante Wohnungsbau im sozialen Bereich in Klotzsche umgesetzt? Das sind existenzielle Sorgen und diese machen Angst. Die Linke fordert, dass der soziale Wohnungsbau unter allen Umständen vorangetrieben werden muss. Alle Unternehmen müssen daran beteiligt werden. Durchaus überrascht habe ich zur Kenntnis genommen, dass Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, im Zusammenhang mit der Ansiedlung davon sprach, die Schuldenbremse zu lockern und massiv Geld in die Infrastruktur und Bildung zu stecken. Der Schutz der Schwächsten sei enorm wichtig, denn, so Marcel Fratscher, nur hochsolidarische Gesellschaften können die Transformation am besten bewerkstelligen. Für die Linke würde ich es so formulieren: Wir müssen allen Menschen, die hier leben, gute Bedingungen zum Leben ermöglichen. Im Bereich Wohnen, Bildung, Mobilität und Teilhabe am demokratischen und kulturellen Leben. Und dazu müssen wir den Menschen in Dresden ganz konkrete Antworten geben. Die Prozesse müssen transparent gemacht werden und regelmäßige Informationen stattfinden. Danke. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Maloney. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, TSMC oder ESMC, wie das Unternehmen sich ja den Namen gegeben hat, ist ein bedeutendes Leuchtturmprojekt für Dresden, das Elbtal für Sachsen und Deutschland und stärkt Dresden als Chipstandort in Europa und in der Welt. Ich habe selbst miterlebt, welche Bahnstillstände und damit wirtschaftliche Schäden die Versorgungsengpässe mit Chips in der Automobilindustrie ausgelöst haben. Das sollte dann, wenn das Werk am Laufen ist, der Vergangenheit angehören. Es ist auch nicht die erste große Investition der Chipindustrie in der Stadt. In der Verwaltung existiert dazu Expertise, die einfach nur gezielt eingesetzt werden muss. Und auch der Freistaat muss seine Rolle annehmen und die Landeshauptstadt und das Umland unterstützen, insbesondere beim Ausbau der Infrastruktur um die Ansiedlung herum. Und da gehören Verkehrswege dazu, Energie, Wasser, Schulen, Wohnflächen und vieles mehr. Und umso mehr irritiert es so ein bisschen, wie die Diskussion um diese Ansiedlung teilweise geführt wird. Welche Antworten die Verwaltung auf Anfragen gibt und welche Anträge hier aus Sicht mehrerer Fraktionen notwendig werden, die wir aus mir nicht erschließbaren Gründen leider nicht gemeinsam behandeln, sondern alle einzeln behandeln müssen, die breite Unterstützung auch in den Ausschüssen bekommen haben, weil sie eigentlich Selbstverständlichkeiten enthalten. Aus unserer Sicht bedarf es auch keiner extra Strukturen der Verwaltung für diese Ansiedlung. Eine vernünftige Stabsstelle, die die bestehenden Strukturen im Blick hat, reicht aus, um solche Projekte effizient und erfolgreich auf den Weg zu bringen. Und es kann auch nicht das Signal an alle anderen Unternehmen in dieser Stadt sein: Jetzt kommt ein großer, jetzt wird extra Verwaltung aufgebaut und umstrukturiert und neu auf ihn ausgerichtet. Denn die Wirtschaftsförderer sowohl in der Stadt als auch im Land müssen in ihrer Regelstruktur sowohl lokale als auch globale Unternehmen gleichermaßen im Blick haben, um ein faires wirtschaftliches Miteinander in der Stadt zu gewährleisten. Gehör bei der Verwaltung müssen alle finden
Und wenn die Ansiedlung eines großen Industriebetriebes hier subventioniert wird, dann sollte man doch bereits Ersatzflächen für verdrängte KMUs in der Schublade haben. Und auch bereits mit Hochdruck am Thema Fachkräfte und Nachwuchs arbeiten. Da hat mich hier die Reaktionszeit der Verwaltung ein bisschen negativ überrascht. Und daher möchte ich bei dieser Gelegenheit auch nochmal an die Stadtverwaltung appellieren, grundsätzlich ins Ermöglichen und Beschleunigen beim Thema wirtschaftlichen Vorankommen und zukunftsfesten Strukturen zu kommen. Die Zeiten sind herausfordernd. Hier ansässige Unternehmen müssen hier vor Ort frei wirtschaften können und unterstützt werden. Wirtschaftsförderung ist mehr als das Durchschneiden von Zeremoniebändern. Da fehlt manchmal noch ein bisschen Gespür in der Verwaltung. Ein konkretes Beispiel möchte ich gerne mal bringen, und zwar auch aus dem Dresdner Norden, von einem größeren Flugzeugumrüster. Der hat einen sehr guten Ruf, sowohl in der Stadt bei seinen Mitarbeitern als auch weltweit. Der finanziert unter anderem seinen Mitarbeitern ein Jobticket. Und dieser größere Flugzeugumrüster hat mal bei der Verwaltung angefragt, ob es denn möglich ist, im zugigen Norden eine überdachte Haltestelle für seine Mitarbeiter, für die er Jobticket bezahlt, zu installieren. Und die Antwort, die er darauf bekommen hat, naja, man könnte drüber nachdenken, wenn er von vornherein erklärt, dass er bereit ist, die Kosten zu übernehmen. Das ist dreist und das ist auch alles andere als Service für Dresdner Unternehmen. Und das zieht sich durch bis zu Händlern und Gastronomen, die sich oft bürokratisch durch zahlreiche Ämter kämpfen müssen. Und Dresden braucht globale Industrie, Dresden braucht aber eben auch lokale Unternehmer. Die Stadtverwaltung muss dafür sorgen, dass sie flexibel und dynamisch den diversen Bedarfen gerecht wird. Ich persönlich freue mich auf ESMC, ich freue mich darauf, dass Dresden, dass Sachsen, dass Mitteldeutschland auf der globalen Industriekarte bedeutender wird. Das bringt Strahlkraft, das bringt Wirtschaftskraft, Kaufkraft und der lokalen Wirtschaft einen Impulsgeber. Danke. So, jetzt kommt als nächstes Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion, Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass diese Aktuelle Stunde so zustande gekommen ist, und die bisherigen Wortbeiträge haben, glaube ich, deutlich gemacht, dass es viele Fragen gibt von Dresdnerinnen und Dresden, die noch beantwortet werden müssen, ebenfalls Fragen, die im Stadtrat stehen und ebenfalls noch auf Antworten harren. Wir werden im Wirtschaftsförderungsausschuss regelmäßig informiert, das ist erstmal gut so und das sollte auch fortgeführt werden. Da sind wir also ganz beim Wirtschaftsbürgermeister. Aber ich denke, wir brauchen vielleicht auch für die Dresdnerinnen und Dresdner einfach als Überblick so etwas wie nochmal einen Masterplan, der all die Themen, die heute hier genannt worden sind, in Anstrichen auflistet. Also keine 500 Seiten Vorlage, aber einfach in überschaubarer Form der Beleg dafür, dass an alles gedacht worden ist, was heute auch angesprochen worden ist. Bei Verkehrsinfrastruktur, denke ich mal, sind auch die gestellten Anträge im Moment noch zu kurz gegriffen. Ich denke, die Verkehrsströme in Dresden werden sich generell verändern und insoweit wäre auch dort eine weitere Betrachtung notwendig. Das, was in Dresden besonders eng ist, sind die Flächen für Gewerbe, auch für Wohnen. Insofern müsste auch dort nochmal drüber nachgedacht werden, wie generell dieses Thema vorangebracht werden kann, auch mit Blick auf unsere Forschungslandschaft. Ich denke, die Institute, Hochschulen und die Universität brauchen auch in Zukunft nicht nur für die Forschung und für die Ausbildung mehr Flächen, und das nicht nur im Dresdner Norden, sondern eben über die gesamte Stadt verteilt. Des Weiteren, und das wird dann unser Kollege Genschmar einbringen, haben wir einen Ergänzungsantrag gestellt. Es ist keine Forderung, die wir da an das Unternehmen stellen. Es ist eher die Absicht, für die soziale Verankerung dieses Unternehmens in der Stadt zu sorgen, in Anführungszeichen. Ich denke da an die, damals ist es heute kurz schon angesprochen worden, Ansiedlung von AMD Anfang der 90er Jahre. AMD hatte damals eine internationale Schule gefordert, die gab es so in Dresden noch nicht, und es war die Initiative des damaligen Wirtschaftsbürgermeisters Rolf Wolgast, der unkonventionell über Weihnachten quasi diese Schule mitgegründet hat, eine Satzung, einen Verein gegründet hatte, und nach wenigen Wochen stand dieses Haus, und wie gesagt, AMD hat dort für die ersten 3 Jahre die Schule nahezu komplett finanziert. Zum eigenen Nutzen, die meisten Kinder der Mitarbeiter waren dann in dieser Schule
Und insoweit hat sich's gerechnet. Eine Schule brauchen wir in dieser Weise, also als internationale Schule nicht nochmal. Die haben wir in Dresden. Die läuft gut mit 500 Kindern, im Moment auch gut ausgelastet. Aber auch dort wird ein starker Zustrom zu erwarten sein von Mitarbeitern, die temporär in Dresden arbeiten und ihre Kinder genau in eine Schule diesen Zuschnitt unterbringen wollen. Wir haben jetzt eine Fördermittel dazu beschlossen. Ich denke, das Thema wird aber weitergehen und die internationale Schule ist Bestandteil in Dresden, wertvoller Bestandteil, der auch durch die Ansiedlung von TSMC jetzt noch mal stärker nachgefragt werden wird. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Naja, sieht anders aus. Gut, nehmen wir den Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. TSMC, ein Mikrochip-Hersteller, kommt nach Dresden, ziemlich großes Ding. Und im Schlepptau von TSMC sind auch noch weitere Ansiedlungen, Vergrößerungen auch im Mikrochip-Bereich angedacht. Je nachdem, wen man fragt, sind das so ungefähr 5.000 bis 20.000 Arbeitsplätze in den nächsten, je nachdem, wen man fragt, 5 bis 10 Jahren. Also eine ganz schöne Menge. Und natürlich bringt das sehr viele positive Entwicklungen für Dresden, ein paar negative auch. Und der Punkt ist aber, dass wenn normal große Investoren möchten ein Haus bauen oder möchten einen Supermarkt bauen oder möchten ein großes Gewerbe bauen, Elbepark neu ausbauen, bei jeder Investition beschäftigt sich der Stadtrat intensiv mit diese Ansiedlung und wir haben Verhandlungen, wir haben Auflagen, wir sagen, okay, du kannst das machen, aber dafür möchten wir das und so weiter und so fort. Das machen wir bei jeder größeren Sache, nur bei TSMC haben wir es absolut nicht gemacht. Was die ganzen Vorgänge bei TSMC auszeichnet, ist, dass der Stadtrat weder gefragt, kaum informiert wurde, Vergangenheit, und wir auch eigentlich nicht beteiligt werden. Um das mal einem Beispiel klarzumachen, die BaupolitikerInnen unter uns mögen doch mal bitte nennen den Tag, wo wir den Bebauungsplan für TSMC beschlossen haben. Doch, wir haben das Baurecht geschaffen, zusammen mit Bosch. So, wenn ich recht informiert bin, das wurde im Wirtschaftsausschuss mal von mir so gefragt und da haben wir quasi im Schlepptau, einfach so, ohne es zu diskutieren, das beschlossen. Jetzt bin ich ja auch nicht ganz fern von diesem Planeten und mir ist ja klar, dass wenn jetzt eine 10 Milliarden Investition kommt, dass wir die nicht so behandeln können, wie wenn ein Supermarkt gebaut wird. Und mir ist ja schon klar, dass wenn das Land, das Bundesebene, Europa eingebunden ist, dass das schon etwas anderes ist und dass wir dann schon ein Stück weit hier einen Sonderfall haben, vielleicht auch ein Glücksfall. Der Punkt aber ist, wir sind hier der Dresdner Stadtrat. Wir jetzt und wer auch immer im Herbst da sein wird, dann im Stadtrat. Und wir repräsentieren die Menschen in Dresden, die uns gewählt haben. Und wir müssen ein selbstbewusster Stadtrat sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir, wenn wir schon nicht die Geschicke in den Händen haben, aber noch, dass wir wenigstens einige Fäden von den Sachen in den Händen haben, dass wir Informationen haben, dass wir mit an den Verhandlungstisch kommen. So, wir müssen sagen, nicht nur, ja, liebe Verwaltung, informier uns mal, sondern wir müssen aktiv hingehen und sagen, wir wollen mitreden. Bisher ist es so gewesen, das einzige Mal, dass der Stadtrat wirklich involviert worden ist, ist, als irgendjemand 50 Millionen von uns wollte. Das war das einzige Mal, dass wir hier im Stadtrat wirklich über TSMC und dessen Auswirkungen bisher geredet haben, als 50 Millionen herzugeben waren, weil das musste ja der Stadtrat beschließen. Alles andere, welche Straßenbahntrassen wir bauen, ob wir jetzt hier noch eine Schule und da Wohnungen, all das, das ist doch nicht nur unsere Verantwortung. Das müssen wir doch zusammen mit den Menschen, die hier ansiedeln, die hier Geld reinbringen, die hier Geschäfte treiben wollen, müssen wir doch mit denen zusammen besprechen. Mein
starker Impetus hier. Mein Wort heute ist, dass der Stadtrat sich auf seine selbstbewusste Rolle besinnt. Die Anträge von SPD und CDU, die heute gleich noch behandelt werden, sind in meinen Augen dafür schon ein sehr guter oder zwei sehr gute Schritte in diese Richtung, denn sie verlangen ja, dass wir Informationen bekommen. Sie verlangen auch in einzelnen Teilen, dass wir mit den Investierenden dort in Gespräche gehen. Aber das ist halt noch nicht genug. Meine Damen und Herren, ich finde, TSMC-Ansiedlung ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich finde aber, es ist erbärmlich, wie der Stadtrat bisher sich im Wesentlichen positioniert hat. Und ich hoffe, dass aus dieser Erbärmlichkeit diese beiden Anträge von SPD und CDU ein Stück weit helfen, denn sie sind schon mal zwei Schritte in die richtige Richtung. Danke. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Livestream, liebe Zuschauer hier im Saal. Ja, es ist zunächst mal ein großer Grund der Freude, dass ein so großes Milliardenprojekt den Weg zu uns hier nach Dresden gefunden hat. Nicht zu vergessen ist allerdings auch, und das gehört auch zur Wahrheit, dass, so Herr Fratschke wurde ja schon mal vorhin zitiert, ich möchte das auch tun, insgesamt für Magdeburg und für Dresden zusammen bis zu 15 Milliarden Euro Subvention vom Staat investiert worden ist, also sprich vom Steuerzahler. 15 Milliarden, das ist ein so großer Betrag, dass er etwa 75% von dem kompletten sächsischen Landesetat inne ist, also es ist unfassbar viel Geld. Und dafür verlangt der Bürger, dafür muss man auch verlangen, dass nicht nur diese Firma davon profitiert, sondern insbesondere der Mittelstand, insbesondere der Bürger, insbesondere derjenige, eben der Steuerzahler, der das ermöglicht hat, dass eine solche Investition möglich ist. Da wurde durch den Antragsteller nachgefragt, ja, was können wir da tun, was ist die Aufgabe des Stadtrates? Das ist ganz klar. Wir müssen natürlich eine große Priorität in die Infrastruktur stecken und dass wir nicht weiter in die Martin-Dulig-Falle tappen, wo also sprich so viel Staus und alles Mögliche stattfindet. Das muss natürlich ein bisschen besser werden, sodass also eben die vielen mehr Verkehrsflüsse gut geleitet werden. Wir haben sehr, sehr viel Geld über mehrere hundert Millionen in verschiedenen Bereichen, in Klimaprojekte reingestreckt. Das wird sich auch fragen, ob wir das alle so heben können. Die Situation, was es von der Linken wie reflexartig kommt, ja, da müssen wir wieder Schulden aufmachen. Das ist natürlich eine Generationenungerechtigkeit, die komisch bei Klima ist, man will mal klimagerecht sein, aber bei Geld ausgeben ist man natürlich nicht generationengerecht. Da kann man meines Erachtens nicht hingehen und sagen, über die Verhältnisse leben, die unsere Generation eben möglich hat, nämlich das heißt, nur so viel Geld ausgeben, wie wir haben. Was müssen wir noch weiter tun? Wir müssen natürlich schauen, dass unser Bildungssystem qualitativ ansteigt. Es ist sehr erfreulich, dass jetzt mittlerweile auch eine normale Ausbildung sehr stark gewonnen hat an Format, aber die Abbrecherquote laut IHK bei 30% liegt, kein Ruhmesblatt. Da ist sicherlich auch wieder Qualität mehr in der Schule zu finden. Aber wir sind hier in der Kommunalpolitik und deswegen habe ich natürlich auch Kritisches anzumerken für die Stadtverwaltung und ich möchte genau diesen Punkt nicht mehr lesen. Nicht mehr. Da war ein Artikel von Claudia Lord, Bild-Zeitung, 5.10. Und dann hat ein alteingesessenes Unternehmen aus der DDR 30 Jahre noch länger hier auch schön immer brav Steuern gezahlt, aufgrund dessen jetzt die Subventionen auch fließen können. Man hat gesagt, ich brauche Hilfe, der ist enteignet worden, beziehungsweise Mietvertrag gekündigt bekommen. Helft mir, für eine neue Miete habe ich ein Problem, das zu bezahlen. Antwort von der Stadt, so Bild-Zeitung, ja, die neue, für das Zuständige ist eben letztendlich ja, der neue Eigentümer verantwortlich, auf gut Deutsch LMAA. Vom Wirtschaftsminister Herrn Dulig gab es gar keine Antwort, also das geht nicht. Und wenn es etwas Notwendiges ist,
Was wir im Stadtrat machen können, oder ich finde das auch für mich wichtig, ist es genau diesen Leuten zu helfen, dass sie auch ein wenigstens paar Krümel abkriegen. Das sind nämlich der Rückgrat der Gesellschaft. Es sind nicht die großen Unternehmen, die ihre Konzerne danach richten, in welchem Land sie am wenigsten Steuern zahlen. Das kann nämlich der kleine Mittelstand nicht. Das sind die verlässlichen Partner, die wir in der Stadt brauchen. Und deswegen ist mein Appell an die Stadtverwaltung, bitte achtet darauf, dass diese Leute nicht mehr hinten runterfallen, dann ist das nämlich sonst nicht in Ordnung, was hier passiert. Ansonsten wünsche ich uns ein Fingerspitzengefühl, dass wir es hinbekommen, die Interessen von Großkapital, von großen Unternehmen, aber auch von kleineren im gleichen Maße im Blick zu haben. Unsere Aufgabe ist die komplette Stadtgesellschaft und eben nicht nur ein Teil. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Gaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream und auf der Empore. Ja, der Mikroelektronikstandort in Dresden wird deutlich erweitert werden. Das ist jetzt nicht nur TSMC, so wie die Vorrednerinnen und Redner es gesagt haben. Es geht auch um die Erweiterungen der bestehenden Firmen wie Bosch oder Infineon oder GlobalFoundries und die vielen Zulieferfirmen. Das heißt, mit 10.000 Arbeitsplätzen in den nächsten 10 Jahren können wir ohne weiteres rechnen im Dresdner Norden. Das ist natürlich cool für Dresden. Es ist, Arbeitsplätze sind gut und Gewerbesteuereinnahmen umso mehr. Aber damit es auch wirklich ein Gewinn wird, müssen wir auch die Infrastruktur dazu ausbauen. Und da geht es eben nicht nur darum, die Versorgung sicherzustellen wie Abwasser und Wasser. Da geht es eben auch um Wohnen, da geht es um Kitaplätze, um Schulplätze oder um den Verkehr. Nehmen wir mal die Wohnungen. Im Ausschuss wurde uns durch den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr vorgestellt, wo in den nächsten 10 Jahren oder 7 Jahren ungefähr Wohnungen entstehen werden. Im nördlichen Dresden-Umfeld, so Radeberg oder Radebeul, Moritzburg oder Ottendorf-Okrilla, in all diesem Umfeld entstehen ungefähr 4.000 Wohnungen in den nächsten Jahren. In Dresden selbst sind so viele Bebauungspläne so weit, dass in den nächsten 10 Jahren noch mal ungefähr 8.000 Wohnungen entstehen würden. Das heißt, hier sind wir schon mal locker bei 12.000 Wohnungen. Die könnten durchaus das abdecken, was in den nächsten 10 Jahren hier an Menschen zuzieht. Was dabei aber auffällt, ist, dass diese Wohngebiete nicht im Dresdner Norden liegen, nicht in Klotzsche, nicht in Weixdorf, nicht in Langebrück und nicht in Schönborn. Das heißt, das sind die Stadtteile, durch die dann gependelt wird. Der Pendlerverkehr wird durch diesen Stadtteil fahren und das, was in Japan passiert ist, wo man die Bilder im Internet sieht, ein Verkehrschaos, eine Überflutung mit Autos in allen Nebenstraßen, das ist das, was man im Dresdner Norden nicht haben möchte. Deshalb hat unser Antrag dazu in Weixdorf und Schönborn auch Zustimmung bekommen. Was Sie auch nicht wollten, ist ein 4-spuriger Ausbau der Königsbrücker Straße in Weixdorf. Wenn wir das verhindern wollen, dann brauchen wir andere Angebote und die müssen effektiv sein und attraktiv. Das heißt effektiv, es müssen Verkehrsangebote sein, die möglichst viele Menschen mit wenig Platzverbrauch von A nach B bringen. Und attraktiv heißt, die Verkehrsmittel müssen mindestens so schnell sein wie die Autos. Nur dann werden die Menschen wirklich umsteigen und dann können wir dieses Verkehrschaos verhindern. Und auch dazu haben wir im Ausschuss eine Vorstellung des Geschäftsbereichs Stadtentwicklung, Bau und Verkehr bekommen. Sie haben uns vorgestellt, Sie arbeiten bereits daran, dass das Busnetz Nord, das wir im Dresdner Norden haben, erweitert wird. Dort brauchen wir Taktverdichtungen, dort brauchen wir Werksbusse und Plusbusse. Der Bahnhof Klotzsche, er erschließt super das ganze Umland, aber wir brauchen S-Bahn-Taktverdichtung. Wir brauchen endlich die S-Bahn nach Königsbrück. Oder wir brauchen die Elektrifizierung nach Görlitz. Die Linie 8. Die Linie 8 muss verlängert werden, damit die Anbindung an die Stadt gut funktioniert. Das ist in Vorbereitung. Und das Ganze muss ergänzt werden durch Mobi-Bike, Mobi-Shuttle,
Bike and Ride parken an den Bahnhöfen, weil das den ÖPNV ergänzt und somit nahtlose Verbindungen ermöglicht, die die Menschen brauchen. Und natürlich der Radverkehr, natürlich der Radschnellweg, der muss jetzt schneller kommen. Und auch das ist in Vorbereitung. Was das Land noch machen muss, ist den Radweg nach Ottendorf-Ogrilla von Weixdorf ausbauen. Den brauchen wir jetzt aber ganz dringend. Weil nur, wenn wir diese effektiven und attraktiven Verkehrsangebote haben, können wir den Dresdner Norden vor dem absehbaren Verkehrschaos bewahren. Es kann nicht sein, dass ein Stadtteil die Lasten trägt und der Gewinn hat jedoch die ganze Stadt. Deshalb, es reicht aber nicht, wenn wir hier in der Stadt uns bemühen, wenn wir uns anstrengen, wenn der Geschäftsbereich arbeitet. Wir hängen immer ab von den Genehmigungen im Land. Und was das bedeutet, sehen wir an der Königsbrücker Straße. Deshalb der Appell an Sie, Herr Oberbürgermeister, Sie, nehme ich an, führen viele Gespräche mit dem Land. Sagen Sie dort, wir brauchen Beschleunigung, wir müssen schnelle Genehmigungen bekommen, damit und wir brauchen die Finanzierung, zum Beispiel für die S-Bahn, damit die Linie 8 nicht in 30 Jahren, sondern in 3 Jahren entsteht, wenn TSMC mit der Produktion starten will. Und fragen Sie doch die Firmen, ob sie sich vielleicht auch finanziell beteiligen wollen, weil das ist ganz üblich in solchen Bereichen. Für den Erhalt der Lebensqualität in Dresden und ganz besonders im Dresdner Norden, in Klotzsche, Weixdorf, Schönborn und Langebrück, damit der Stadtteil weiter attraktiv bleibt. Vielen Dank. So, und zum Abschluss dieser Aktuellen Stunde wird der Wirtschaftsbürgermeister Herr Pratzke noch einmal für die Verwaltung Stellung nehmen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, das Wichtigste zuerst, und das habe ich auch aus Ihren Reden gehört, wir sind als Landeshauptstadt Dresden stolz, dass TSMC sich mit dieser Ansiedlung für unsere Stadt entschieden hat. Und ich bin mir sicher, dass bei all den Themen und bei den Fragen, die in der letzten Stunde auch hier angesprochen wurden, die Sie angesprochen haben, wir auf jeden Fall von dieser Investition profitieren werden. Sachsen macht Tempo bei den Chipfabriken schneller als in Arizona. In Dresden zeigt sich, wie die Deutschlandgeschwindigkeit aussehen kann, wenn wir alle wirklich wollen. Frau Sturm hat es schon zitiert. Das galt für alle, die in den Projekten mitgearbeitet haben, auch für Sie als Stadträtinnen und Stadträte. Das Handelsblatt hat am 18. März dort entsprechend auch so zitiert und getitelt. Das Tempo müssen wir ganz klar halten. Ich teile Ihre Anliegen. Wir müssen die TSMC-Siedlung zum Erfolg machen und auch die Herausforderungen anpacken, die für die Wirtschaft und Mittelstand hier auf uns zukommen und die Kontakte zu den Nachbargemeinden intensivieren. Und wir sind dabei schon dran. Ich werde ein bisschen was darstellen. Das Amt für Wirtschaftsförderung in meinem Geschäftsbereich hat die Koordination übernommen für viele Prozesse. Es gibt regelmäßige Arbeitsberatungen stadtintern mit den zuständigen Fachämtern. Schwerpunkt ist aktuell nach einer Antragskonferenz die umfassenden, zahlreichen Genehmigungsverfahren für den Bau dieser neuen Fabrik in Zuständigkeit der Landeshauptstadt, auch Zusammenarbeit mit der Landesdirektion. Es gibt regelmäßige Abstimmungen mit dem Projektentwickler, den TSMC gerade für den Bau und die gesamte Planung entsprechend sich genommen hat. Und es gibt regelmäßige Beratungen mit allen Ebenen des Freistaats, auch durch unseren Oberbürgermeister, durch unterschiedliche Beigeordnete, Herr Kühn, Herr Donhauser, ich und viele andere, auch mit Ministerien, Landräten und Bürgermeistern auch von Nachbarkommunen. Wir berichten regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaftsförderung über den Stand der Ansiedlung. Großvorhaben wie Flusswasserwerk und so weiter werden hier gemeinsam im Rat entschieden und wir werden das auch entsprechend weiter forcieren und übersichtlich machen, dass Sie dort auch noch besser informiert werden. Die Zeitschiene ist ambitioniert, vom ersten Bauantrag für die Baugruppe im April 2024 über die Bauzeit bis zum Sommer 26 und den Produktionsbeginn im Herbst 27. Wir tun das Mögliche für die Unterstützung. Und Sie dürfen wissen, mir, dem Amt für Wirtschaftsförderung und allen anderen ist es genauso wichtig, dass nicht nur die Großen unterstützt werden, sondern auch die kleinen und mittelständischen Firmen der Dresdner Wirtschaft. Beispielsweise im Genehmigungsmanagement, bei Firmenerweiterung,
durch den Wirtschaftsservice, zielgerichtete Ausschreibung von kommunalen Gewerbeflächen, Kontaktvermittlung auch mit der privaten Immobilienwirtschaft und bei der Unterstützung der dringend benötigten Fachkräfte. Das gilt auch für die Gewerbebetriebe in Renitz, wo ich unter anderem auch selbst beteiligt war. Heute steht zum Beispiel noch die Fachförderrichtlinie zur Förderung von Klein- und Kleinstunternehmen in den EFRE-Gebieten Dresden-Südwest, Kottauer Bogen und Johannstadt, Pirnaische Vorstadt 2 auf der Tagesordnung. Gestern war ich zur Grundsteinlegung beim Bio-Innovationszentrum 2. Im April feiern wir Richtfest für die Riegel 4 und 5 des Technologiezentrums. Wir investieren also in Platz für Unternehmen, die dort wachsen können. Das brauchen wir, weiter, gerade Gewerbeflächen, Sie haben es angesprochen. Und ich freue mich auch über Ihre Unterstützung, wenn wir dort die weiteren Schritte gehen. Das Thema Fachkräfte, das wissen Sie, ist ein Herzensanliegen von mir seit vielen Jahren. Es gibt dort eine ganze Menge an Unterstützungsangeboten von der Messe Karrierestart, wo wir auch ideeller Träger sind, die interkulturelle Jobmesse Dresden, Jobmesse für die Dresdner Markthändler, Canaletto Jobpark im Rahmen des Stadtfestes. Wir sind dabei, einen Baustein für die Berufsausbildung zusammen mit dem Freistaat zu legen. Ein sächsisches Ausbildungszentrum Mikroelektronik unterstützen wir, wo insgesamt 1000 Ausbildungsplätze für Mechatroniker und Mikrotechnologen das Ziel sind. In der Fachkräfteallianz haben wir gemeinsam beschlossen mit den Kammern, Arbeitsagentur, Jobcenter, Universitäten, ein Dresdner Welcome Center 2.0, unser Welcome Center auszubauen, was bei mir auch im Geschäftsbereich ist, damit auch Dresdner Mittelstandsunternehmen davon profitieren, dass Menschen aus dem Ausland zu uns kommen. Die Finanzierung ist zugesagt. Wir warten jetzt noch auf den Bescheid. Das Welcome Center gibt es ja bereits. Wir bauen das aus. Willkommenslotsen sind entsprechend schon ausgeschrieben. Das heißt, wir sind dort sehr aktiv. Vielleicht nur zwei kurze Punkte. Am Montag lehnt der Oberbürgermeister zu einer Veranstaltung zur Wohnentwicklung im Dresdner Norden Akteure aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, die Unternehmen und Finanzierer zusammen, um über Bauprojekte zu informieren und zu koordinieren. Und am 11. April wird es eine Anrainerkonferenz geben, zu der das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung zusammenarbeitet mit der Landeshauptstadt über 70 Kommunen aus den umliegenden Landkreisen eingeladen hat, mit Planungsverbänden sowie die Wirtschaft. Also wir sind an vielen Themen dran. Wir können stolz sein, dass wir das entwickeln dürfen. Und wir haben die wichtige Aufgabe, die Herausforderungen, die mit so einer Veränderung der Grundlagen auch verbunden sind, gemeinsam zu lösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pratzker. Und weil das Thema so wichtig ist, wollen wir es uns noch ein bisschen aufsparen. Die begleitenden Anträge zu bearbeiten, gehen jetzt in die Pause bis 19 Uhr und danach nicht öffentlich und dann die begleitenden Anträge. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder.